Hallo, ich bin Kaiser Soße. So, es reicht. Genau, Songs schreibe ich seit ich 14 bin. Die waren am Anfang sehr schlecht. Und am Anfang übrigens auch immer auf Englisch. Über meine verzweifelten Versuche, bei Mädchen zu landen. Ich wurde damals immer sehr, sehr schnell sehr melancholisch. Es eignet sich aber ausgesprochen gut zum Songschreiben. Was ich für Probleme mit mir selber habe. Oder was für Hoffnungen ich habe, die vielleicht auch irgendwie, die keinen Platz finden im normalen Leben, wo ich dann sage, jetzt schaffe ich dem Platz beim Songschreiben. Ich glaube, das kennt auch jeder eigentlich, dass man auch mal das Bedürfnis hat, einfach nur zu reden und nicht unbedingt zuzuhören oder ein Gespräch zu führen, sondern einfach nur das zu sagen, da hinzulegen und es tut gut, das rauszubringen. Für mich ist Kunst eigentlich der Umgang mit mir selber oder mit Situationen auf eine Art und Weise, wo ich es schaffe, anderen Leuten das zu erklären. Also das glaube ich, dass Musik das ganz gut kann. Eben ein Gefühl vermitteln, was ich vielleicht nicht in Worte fassen kann. Oder wenn ich es in Worte fasse, geht das Gefühl dabei verloren. Das kann auch passieren. Es kann wirklich viel verändern. Und es ist ja allein schon so, ich glaube, dass immer, wenn man Musik hört und man der wirklich auch zuhört, dass das eben die Emotion oder das Gefühl in dem Moment ändert und damit, das ist schon eine ganze Menge, finde ich. Ich muss das anderen zeigen, weil es mir eben auch genau darum geht, bei anderen Leuten zu gucken, was fühlen die denn? Wenn ich denen das vorspiele, habe ich es auch wirklich dann geschafft, mein Gefühl in so in Worte zu fassen, dass derjenige es nachvollziehen kann, was sehr, sehr, sehr schwer ist. Ich glaube, dass Geschlecht insgesamt bei der Musik irgendwie eine Rolle spielt, die man vielleicht gar nicht so im Kopf hat. Also zum Beispiel sowas, dass ich, glaube ich, noch nie in der Band gespielt habe oder so, mit einer weiblichen Instrumentalistin. Meine Botschaft wäre, wenn man seine ganz tiefen Gefühle und seine Gedanken, die man sich macht, manchmal sind das auch unterbewusste Gedanken, dass man da mal rankommt und es schafft, dazu zu stehen, was die bedeuten. Und das hat mir viel gebracht bisher. Selbst wenn es kein fertiger Song wurde, das mal hinzuschreiben und mir das dann durchzulesen und zu sagen, was ist das eigentlich, was denke ich da eigentlich? Das ist im Grunde wie ein Spiegel. Man schreibt das hin und sieht daran einfach in Textform, was man für Gedanken hat. Alles dreht sich, alles dreht sich um dich. Alles dreht sich.